So, und wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge Pokémon Go. Und mir ist während des Winter-Events noch was richtig Dummes passiert. Ich schäme mich so dafür, ich will es gar nicht aussprechen. Ihr wusstet ja alle, Pikachu ist da, Pikachu sitzt überall rum. Pikachu gab es ja natürlich auch mit Weihnachtsmütze. Und nicht nur das, sondern es gab es natürlich auch mit Weihnachtsmütze als Shiny-Variante. Und es gab ja Leute, die haben auch ein Shiny-Pichu mit Weihnachtsmütze gebrütet. Oder eben Pikachu mit Weihnachtsmütze als Shiny gefangen. Und gerade als ich nochmal eine Runde über den Markt gefahren bin, ich will ja ehrlich sein, saß da einfach ein Pikachu. Ich tippe es so an auf dem Zweithandy. Und es ist ein Shiny Pikachu mit Weihnachtsmütze. Und das habe ich richtig gefeiert und ich habe mich so gefreut natürlich. Und ich hätte es einfach fangen sollen. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe gedacht, nee, das will ich ja festhalten. Diesen besonderen Moment für YouTube. Also habe ich meine App gezückt, meine Aufnahme, den Screen Record, habe das angemacht und dachte, das ist ja jetzt doof, wenn das schon mitten da sitzt. Du gehst am besten nochmal zurück, dass es dort sitzt und du zeigst, wie du es antippst und wie es nochmal funkelt und wie es einfach ein shiny Pikachu mit Weihnachtsmütze ist. Und ich habe mich schon so riesig gefreut, also bin ich zurückgegangen. Ja. Und dann habe ich es nicht mehr gefunden. Das war auf einmal weg, es saß einfach kein Pikachu mehr da, beziehungsweise es war einfach alles weg. Es hat gar nichts mehr da gesessen. Ich habe gedacht, okay, das ist ja immer so, das muss ich jetzt erstmal regulieren und dann tauchen die ja wieder auf und dann ist alles aufgetaucht, was dort war. Das Quiekel kam zurück, das Seemobs kam zurück, das Bodogel kam zurück, aber kein Pikachu! Kein Pikachu mit Weihnachtsmütze kam zurück. Das war einfach weg und ich bereue es so dermaßen, dass ich geflohen bin und nochmal da drauf drücken wollte, denn es ist das Shiny einfach weg und ich hatte so schlechte Laune dann an dem Tag. Egal wo ich hin bin, egal was ich gemacht habe, ich habe permanent da gesessen und habe mich so dumm gefühlt, einfach nur so bescheuert. Hätte ich es einfach eingetütet und gefangen, vielleicht danach drüber geredet, aber ich wollte es extra festhalten, diesen Moment und die Reaktion darauf, die dann eh schon nachgespielt wurde. Aber nein, es ist einfach weg, oh mein Gott. Ja, und so ging der Tag dann zu Ende, das war also richtig behindert. Leider kein Shiny Pikachu mit Weihnachtsmütze, normale Shinies, Shiny Pikachu sind ja da, die mit Weihnachtsmütze eben nicht. Und ja, erinnere ich mich noch an eine Situation, das habe ich auch mal irgendwo gesehen, bei Facebook glaube ich. Da war auch eine Dame, die hat Pikachus gejagt und dann hat sie ihr allererstes Shiny Pikachu gehabt und gesehen und konnte es nicht fangen, weil sie keine Bälle hatte. Dann hat sie auch einen Screenshot mal gesendet, wie das da sitzt einfach nur und unten aufleuchtet mit Rot 0. Sie hatte nichts, keine Bälle, keine Hyper, keine Super, keine Poke, gar nichts. Und da hat sie sich natürlich auch so riesig geärgert. Aber das Pikachu mit Weihnachtsmütze als Shiny, was es ja wirklich nur da gibt, weil Shiny Pikachus gibt es ja fast zu jedem Event. Das hat mich nochmal so aus der Bahn geworfen, einfach nur. Aber ich kann jetzt nachvollziehen, wie es der Dame ging. Da haben die Leute auch geraten, flieh doch einfach, geh zum nächsten Pokestop, dreh da mal, dann hast du Bälle und dann fängst du das. Aber wenn sie geflohen wäre, dann hätte das wahrscheinlich genauso ausgesehen wie bei mir. Aber gut, sie hatte gar keine andere Wahl. Ich hatte eine Wahl, ich hätte es einfach fangen können. Oder es eben aufnehmen und so zurecht machen. Leider habe ich mich für das zweite entschieden, habe dann in den sauren Apfel gebissen, beziehungsweise war das ein ganzer Apfelbaum, so hat sich's auf jeden Fall dann angefühlt und so geschmeckt. Jo Bruder, was geht? Einfach ohne Worte, ist das euch auch schon mal passiert? Ist euch schon mal ein Shiny geflohen oder nicht? Ist euch schon mal sowas Dummes passiert? Seid ihr genauso blöd wie ich? Dann schreibt's mal in die Kommentare. Wenn nicht, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.